herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor den beiden Champions League-Spielen gegen Oulu und Ostrava. Vorab ein paar organisatorische Dinge. Sie kriegen gleich auch noch eine Pressemeldung mit Splitter-Infos, Öffnungszeiten, Fanshop etc. Wir haben mittlerweile 1500 Dauerkarten verkauft. Falls Sie Fotos machen wollen, wie Oulu ankommt oder vom Eistraining von Oulu, morgen um 19 Uhr ist Ankunft hier an der Halle. Am 18. um 10.45 Uhr ist Eistraining von Oulu. Außerdem haben wir 20 Jugendliche des internationalen Workcamps der Stadt Krefeld zu Gast am Donnerstag. Da gibt es auch ein Foto, das wird gleich per Pressemeldung nochmal rumgeschickt. Jetzt im Sportlichen. Franz, zwei hochkarätige europäische Gegner vor der Brust. Wie ist die Stimmung? Ja, erstmal hallo zusammen. Und Stimmung ist grundsätzlich gut. Wir wollen nie sagen, es ist zu gut, weil das heißt, wir werden zu locker. Aber ich denke, wir hatten wirklich einen guten Auftakt, ein gutes Trainingslager mit einem wirklich soliden Abschluss. Von der Feier angefangen, die, denke ich, top organisiert war. Und dann auch das Spiel, denke ich, war für unsere Fans sehr ansehnlich. Wir haben 8 Tore gemacht, haben ein bisschen was geboten. Es war natürlich jetzt kein Maßstab, auch wenn Nauheim, denke ich, auch gut eingestellt war und uns so im weitestmöglich versucht hat, Paroli zu bieten. Jetzt natürlich am Donnerstag eine ganz andere Hausnummer. Es wird mit Treffer auf den Champions League-Finalisten von letztes Jahr. Ich war selber live vor Ort. Oulu ist sicher eine der Top 5 Mannschaften in Europa, die sehr kompakt stehen wird. Finnisches Eishockey ist eigentlich mit allen Wasser gewaschen, würde ich sagen. Die sind körperlich stark, sie sind schnell, sie sind technisch versiert, taktisch sehr clever. Also da wird einiges auf uns zukommen. Ja, aber nichtsdestotrotz werden wir auch gut vorbereitet sein und haben wir auch an Qualität gewonnen, sodass ich mir durchaus ausrechne, dass wir gut mithalten werden. Und in jedes Spiel, das wir gehen, spielen wir auch auf Sieg. Ja, und von dem her freuen wir uns aufs Spiel. Mitkovic ist dann ähnlich, vielleicht nicht ähnlich hohe Hausnummer wie Oulu, ist ein bisschen schwerer einzuschätzen, würde ich sagen. Tschechische Mannschaften sind immer technisch visiert, sind läuferisch gut, haben hohe Spielintelligenz. Da wird es wirklich absolut darauf ankommen, dass wir ihnen früh den Schneid abkaufen, dass wir sie überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Machen kann, ja, aber auch da wird nur was zu holen sein, wenn wir auf jeden Fall bei 100% sind. Entschuldige, du bewertest jetzt das Eishockey hier schon ein paar Jahre länger, als wir beides tun. Wie hast du die Saisoneröffnungsfeier und das Spiel empfunden? Ich denke, das, was Franz gesagt hat, das war unter unseren Möglichkeiten hier, die wir wirklich ausgeschöpft haben, eine gute Saisoneröffnung. Der Zuspruch ist groß, spiegelt sich auch wieder in den verkauften Dauerkarten, wo wir, denke ich, ganz zufrieden sein können gegenüber den letzten Jahren. Also man spürt doch, das hat man am Samstag auch gespielt, eine gewisse Euphorie. Es ist wieder Eishockey-Zeit. Jeder wartet drauf, trotz des Sonnenscheins heute und trotz der Wärme. Und die Rheinlandhalle war die richtige Arena zu diesem Eröffnungsspiel gegen einen Zweitligisten. Ich meine, die hätten sich im Königspalast ein bisschen verloren, aber die Stimmung, das war eben wirklich fantastisch und die Mannschaft hat, glaube ich, bewiesen, dass die Trainingswoche, man muss ja immer sehen, wirklich aus dem Harten, aus höchster Belastung das Spiel genommen, das war, glaube ich, ansehnlich. Und schön war, dass Bad Nauheim im ersten Drittel, wo die Kraft noch gereicht hat, vom Zweitligisten, dass die mitgespielt haben. War ein schönes, offenes Spiel für den Zuschauer, glaube ich, gut. Und natürlich schön dann, dass es letztendlich noch 8 Tore geworden. Wir haben uns auch manchmal schon geschunden gegen Zweitligisten Duisburg, wo wir dann auch noch Verletzte hatten. Dritte Liga. Entschuldige, wenn das richtig war, aber ich hoffe, die sind wieder zweite Liga bald. Aber hatten dann auch Verletzte zu beklagen, auch mit Zeiten, dass die Truppe, dass jeder Einzelne gut vorbereitet in den Saisonstart geht. Ich denke, wir haben, was die konditionelle Seite ansieht, das ist eben
richtig schön, für mich auch angenehm gewesen, dass auch der Cheftrainer den ganzen Sommer hier war und das spiegelt dann auch das Bild der Mannschaft ein bisschen wieder. Wobei wir nie schlecht trainiert haben im Sommer. Wir haben vieles aufgebaut, aber der Cheftrainer vor Ort ist eben doch schon ganz, ganz wertvoll und wichtig. Und die Beteiligung in dem gesamten Vorbereitungsprogramm vom Mai an, die war eben auch enorm gut. Wir hatten immer zwischen 12 und 15 Spieler vor Ort. Und das ist ganz wichtig und aus meiner Sicht auch, ich glaube auch im Fanseinnahmen, ein Dank an alle Externen, die uns vom ersten Tag an wieder begleitet haben. Ob das Bartrennig ist, ob das Ecki Schuster ist, das hat uns auch geholfen. Und deshalb gehe ich auch wirklich, wir optimistisch in die Saison, wobei man jetzt nicht die irgendwo die Euphorie spielen lässt. Es muss alles erst aufs Eis gebracht werden. Und das hoffen wir, dass wir dann die Champions League, unser Ziel ist ganz klar, wie Franz sagt, jedes Spiel will man gewinnen, aber unser Spiel ist eben, dass wir im dritten Jahr Champions League endlich mal eine Runde weiterkommen. Was wir vorher ja hier im Königspalast gegen Wien verschenkt haben, ich glaube, das passiert uns nicht wieder, wenn wir so die gleiche Konstellation im Spielverlauf haben sollten. Dann passiert uns das dieses Jahr nicht. Wie hast du denn die Änderungen für das kommende Jahr jetzt, dass wir nur 32 Vereine haben? Ja, ich meine, brauchen wir uns nicht unterhalten. Champions League, der Name, deutet eigentlich darauf hin, dass es eine Auswahl an besten Mannschaften ist. Und eine sportliche Qualifikation für eine Champions League ist, glaube ich, auch gerechtfertigt. Und eins muss man sagen, die Organisation Champions League, die hat wirklich in den drei Jahren sich kontinuierlich entwickelt. Es ist schon ein Begriff, Champions League. Gut, die Preisgelder tun auch was dafür, dass die Spitzenmannschaften das nicht so wegnehmen, sondern im Eishockey war es ja, ihr wisst das alle, schon vor 30 Jahren gab es immer wieder den Versuch, eine europäische Meisterschaft und Liga zu installieren, ob Europapokale, Landesmeister etc., ist nie richtig aus den Kinderschuhen rausgekommen. Und jetzt, denke ich, ist es wirklich aus den Kinderschuhen raus und ein attraktiver Wettbewerb. Wie sehen die Abläufe jetzt aus? Auch morgen auf Eis und dann mittags Eis? Morgen zweimal? Einmal? Eine Initiative? Nee, wir haben jetzt für mich ist jetzt wie, außer dass wir Donnerstag statt Freitag spielen, ist jetzt die Vorbereitung mal kurz unterbrochen, also das Trainingslager. Und es ist wie Ligaspiele jetzt, oder vielleicht noch ein bisschen mehr, weil in der Champions League hast du ja nicht so lange Zeit. Sprich, wir haben heute einen langen Dienstag gehabt, den wir in der Saison immer haben werden, oder? Immer ist, der Tag läuft ja immer noch mit morgens Off-Ice-Training mit PA. Nachmittags wird eine Wiederanalyse vom Wochenende, vom Spiel gegen Bad Nauheim und dann anschließend Eistraining und heute Abend dann noch in Anführungsstrichen Kabinenfest. Wo es halte ich auch immer für wichtig, dass die Mannschaft zusammen ist, was bis jetzt auch sehr gut klappt. Und morgen ist dann einmal Training, einmal Off-Ice, einmal On-Ice und eine weitere Analyse eben. Morgen ist quasi schon der Donnerstag, weil er. Wo morgen auch Powerplay-Training sein wird in Bezug auf Ulo. Ja, und dann werden wir Freitag wieder trainieren und dann Samstag nochmal spielen. Sonntag wird dann frei sein. Und Donnerstag Vormittag? Doch, Donnerstag haben wir natürlich Pre-Game-Skaten, wie immer. Ja, beim Abendspiel immer. Wie ist denn der Showverkauf für die beiden Champions League? Sind wir bei beiden Spielen ungefähr bei 1000 Tickets. Haben aber in den letzten beiden Tagen ziemlich angezogen. Von den 1500 Dauerkarten, wie viele Dauerkarten sind denn da mit Champions League? Circa, ich muss rechnen, circa 500 sind davon Dauerkarten. Okay. Und die sind schon eingerechnet, die sind 1000. Ja, okay. Hans, morgen trainieren um 16 Uhr. Heute. Also morgen 10:30. Morgen 10:30. Okay, davon aus, wir spielen. Ist natürlich heute Härtetest, ne, wenn er. Wenn er heute und morgen voll trainieren kann, wird er Donnerstag spielen. Ja.
Also gar keine Ausfälle. Klöpfer. Ja, so. Auch positive Sache, dass wir das Trainingslager so weit unbeschadet überstanden haben. Es ist immer auch so eine Herausforderung, vor allem auch für uns Trainer und für den Physio gemeinsam. Mit den Off-Ice-Trainern natürlich, dass wir wollen immer hart arbeiten, aber wir wollen natürlich auch schlau sein. Ja, und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen, das so zu kompensieren, nur immer an der Grenze zu wandeln. Ja, dass du nie, aber es macht ja nur Sinn, wenn wir effektiv trainieren. Nicht kontraproduktiv. Ich spiele ja Donnerstag gegen eine Top-Mannschaft. Da richtest du dein taktisches Konzept dann ein bisschen anders aus als in der DEL? Weil da spielt er eigentlich immer gleich. Ja, also unser System in der DEL ist schon sehr kompakt und eher, ich würde sagen, nicht defensiv ausgerichtet, aber schon sehr wenig mit Risiko behaftet, vor allem unser kontrollierter Vorcheck. Also da sind wir schon im Laufe der Saison von einer etwas aggressiveren Variante damals vor dem Spiel in Köln, wo auch so ein bisschen die Wende kam. Vor dem Tag habe ich dann umgestellt auf eine defensivere Variante vom gleichen System. Und haben wir jetzt auch gegen Nauheim gespielt. Also es war genau, siehst du davon natürlich nicht so viel, wenn du viel in Scheibenbesitz bist, aber wir haben schon deutlich gesehen, wenn Nauheim in Scheibenbesitz war, waren wir nicht so aggressiv. Und das wird auch so bleiben. Ja, egal gegen wen wir spielen. Natürlich gibt es immer kleine Änderungen im System, weil das Grundsystem bleibt, aber es gibt immer kleine Änderungen, die immer auf Ulo, auf Bad Nauheim, egal auf wen, angepasst werden. Und Fakt ist einfach nur, der Unterschied wird sein, dass wir gegen Ulo noch immer einen Schritt schneller sein müssen und mit uns überhaupt keine Fehler erlauben dürfen. Ja, unser System, es ist ja sowieso immer die Umsetzung des Systems, ist das Entscheidende. Und können wir unser System 100% umsetzen, greift jedes Rädchen, dann wird es schwer für Ulo. Weil dann ist es für jede Mannschaft schwer. Aber machen wir gegen Bad Nauheim kleinere Fehler, ist es nicht so wild. Na, aber machst du gegen Ulo eben dann diese Fehler, dann hast du keine Chance. Das ist genauso wie in Zweikämpfen. Wenn du keinen Zweikampf gewinnst, wenn du nicht clever bist, oder auch dann dürfen wir natürlich nicht wie im ersten Drittel jetzt gegen Nauheim so viele Chancen auslassen. Da muss auch konsequent sein, weil Ulo wird uns nicht so viel geben. Na, also es muss sehr viel passen. Und wie gesagt, die Umsetzung von unserem sogenannten Spielplan, die muss fast perfekt sein. Die Reihen unverändert wie am Samstag oder Franz oder noch? Ne, wird es Änderungen geben. Nicht Änderungen, aber wird es eine Anpassung an, wie ich gesagt habe, wir spielen jetzt nicht Vorbereitung, sondern wir spielen jetzt Champions League. In der Schweiz geht dann Testphase weiter. Jetzt werden wir wie in der Liga auch. So spielen wir in der Liga. Ja, und da wird es kleine Änderungen geben. 7 Verteidiger, 12 Stürmer oder wie? In der Liga spiele ich immer mit 11 Stürmer. 11 Stürmer. Verteidiger 6 oder 7 kommt auf Trainingsleistung. Gibt es irgendwelche Neuheiten im Ablauf bei der CHL im Vergleich zum Wir warten immer noch auf weitere Infos für die Fotografen, aber ansonsten bleibt alles gleich. Intro, dann bleibt alles gleich. Ja. Dann möchten wir Sie noch einladen. Wir präsentieren morgen einen neuen Helmsponsor für die Liga, also für die Ligaspiele. Morgen um 13 Uhr. Die Einladung wird gleich rumgeschickt, nur dass Sie sich schon mal vormerken können. Ja. Nee, die Adresse ist dann in der Einladung. Okay. Aber es ist hier im Umkreis. Dann vielen Dank und bis spätestens Donnerstag.